Nee. Achso, gestern hat ja noch einer kommentiert. Also ist die Linse total dreckig, muss ich auch mal sauber machen. Dass ich mich verrechnet hätte. Genau, wo ist die Rechnung? So, Rechnung. Wir hatten ja 380 Kilo Holz und 280 sind uns nur berechnet worden, deswegen auch diese ominösen 25 Euro, die wir bezahlt haben. Das heißt also nicht ein Rechenfehler von mir, sondern es war schon richtig, weil wir auch unbehandeltes Holz haben. Und da hat der Typ von der Kippe uns kulanterweise 100 Kilo abgezogen. Deswegen so billig. So, seit der letzten Aufnahme sind 4 Tage vergangen, man glaubt es kaum. Und wir waren ein bisschen, naja, noch ein paar Mal mehr Shopping im Baumarkt. Und heute habe ich doch mal ein bisschen dezentes Baumaterial mitgebracht und ein bisschen was Werkzeug. Denn wir wollen heute mal dieses wahnsinnige Tor in die Jagdgründe schicken. Alter Schwede, puh, haben die das eingebaut, das Ding. Aber wir haben es raus. So, da liegt das gute Stück und jetzt müssen wir die neuen Pfosten einsetzen, aber da drin ist noch so viel tonnenweise Erde drin in den Dingern. Müssen wir jetzt erstmal eben rauspopeln, damit wir da die Pfosten, die neuen Pfosten versenken können. Jetzt bin ich gerade 1 Stunde durch die Gegend gefahren, im Feierabendverkehr, weil mir 2 Schrauben fehlen. Die fehlten, die waren zu kurz. Das war das Problem. Das zeige ich euch jetzt mal am neuen Gartentor. Das hängt hier. Weil das sind hier sind die Originalhalterungen. Und das sind die Originallöcher. Das habe ich extra gebohrt, weil wir das Gartentor ist 1 Meter und ich habe hier den Zwischenraum ist 1,10 Meter. Deswegen muss ich hier so leider so ein Loch lassen. Das Problem ist, ich wollte die Schrauben so wie hier zeigen, da durchschrauben und nicht durch das Brett auch noch. Und deswegen hatte ich da zwei Schrauben geholt, die da irgendwo liegen. Na, da nicht. Supi, du stehst da drauf. Geh mal weg da mit dem Schutt. Diese hier. Und jetzt musste ich gerade noch mal unfassbar 40 Cent noch mal 1 Stunde durch die Gegend eiern, damit ich hier längere Schrauben hatte für mit hier durchpassen. Aber das Tor, es geht schon mal auf und zu. Mission schon mal halb erledigt. Jetzt müssen wir nur einen Schließer noch eben noch frei popeln. Fast 3 Stunden haben wir jetzt gebraucht für das blöde Gartentor. Man glaubt's kaum. Birgit. Hallo. Streich da hinten noch das Gartentürchen, zeige ich euch gleich mal. Ich habe in der Zeit schon mal hier vorbereitet, weil ich die Verschalung noch rund um das Fundament hier machen will. Deswegen habe ich das Ganze hier so ein bisschen ausgebuddelt. Weil da ja, wie gesagt, weil wir das Ganze einmal so ein bisschen begradigen müssen. Nicht viel, 2 cm oder so, aber das müsste eigentlich ausreichen. Dann haben wir letztens noch, keine Ahnung, hier haben die Steine eingebuddelt. Hier, dieses ganze Stück hier lang. Da waren nämlich hier diese ganzen Platten alle drin. Die können wir anderweitig gebrauchen, die sind da eigentlich völlig sinnlos. Naja, hier im Garten sind sowieso so viele sinnlose Sachen gemacht worden. Genau, jetzt weiß ich, muss ich mal gucken, das ist nämlich schon gleich 8 Uhr. Sonne geht da noch nicht unter, aber naja, mal gucken, ob ich die Verschalung noch hinkriege. Ich habe nämlich vorhin noch die Drainage freigepopelt. Die saß nämlich auch zu, weil hier ist ja, war ja die alte Veranda dran. Das ist hier abgebrochen, das kleine Stück hier. Und da die Drainage, die musste ich so ein bisschen ausbuddeln, weil die saß nämlich komplett zu. Da habe ich jetzt erstmal so ein Draht reingesteckt, damit die ja erstmal frei bleibt. Genau, die Steine haben wir nämlich auch noch alle da weggeholt, diesen ganzen Stapel hier. Das können wir für vorne alles gebrauchen. So, und jetzt mache ich gerade eine Gedächtnispause. Oh, schon geschwitzt wie Hulli hier. Also Fitnesscenter brauche ich keiner. Definitiv nicht. Also mit diesem Döner macht schöner, da müssen wir aber auch nochmal drüber reden. Der Locker ist nämlich vorbeigekommen und hat nämlich, ja genau, der spielt nämlich heute Döner-Taxi. Ja. Aber Döner macht definitiv nicht schöner. Ich muss jetzt erstmal irgendwie eine Serviette suchen. Ist hier mangelbar. So, labeln. Sieht zwar jetzt nicht Deluxe-Label, aber es sieht auf jeden Fall zumindest ein bisschen Label. Andere Seite auch. Sieht ja auch keine Clown tut. Direkt draufstehen, da muss ja noch die Gartenparzelle draufstehen. Ja, das kann ich ja drauf machen. Ne?
wie er es verkackt hat. Nein, die ist jetzt Rette. Ja. Tada! Da, das ist total kacke aussehen. Wie man es lesen kann. Hauptsache, man kann es lesen. Wieder abschleifen, neu machen. Ja, sicher. Das ist Schubkarre. Kein Schönheitspreis. Okay. So. Das sieht gut aus. Das ist ja Bumerhammer. Ne? So. So. Ja. Dann gucken wir jetzt mal diese Seite an. Die anderen nicht mehr. Auch gebrandet. Bleib ich auch mal hier. Falls ich mal was nachbranden muss. Hätte man besser machen können. Ja. Man kann es aber lesen. Ja. Ja, ja, das wird eh nochmal ein zweites Aussehen. Muss hier, da muss ja der Zaun noch angeschlossen werden. Der hing ja nämlich so fest, deswegen haben wir auch da 3 Stunden dafür gebraucht. Oh. Aber es sieht auf jeden Fall schon mal aus, sehr, 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 sehr schön aus. Jo. Genau. So, und jetzt geht die Sonne auch schon deluxe unter da hinten im Hintergrund. Da irgendwo. Genau. Ja. Genau. Bis morgen und ciao.